Er sieht aus wie ein Ferrari, kommt aber aus der bayerischen Provinz, der Glas GT. Uwe Gusen besitzt gleich zwei dieser seltenen Exemplare. Das geschlossene 1700 GT Coupé und das 1300 GT Cabriolet. Seit seiner frühesten Jugend schlägt sein Herz für die sportlichen Modelle des Autoentwicklers Hans Glas. Also an den Autos von Glas gefällt mir ganz besonders dieser 13er GT hier. Der ist 1963 vorgestellt worden und ich war damals ein kleiner Junge und ich war schon fassungslos begeistert von der tollen Form und der hohen Leistung, die dieser Wagen hat. Und das hat sich bis in die heutige Zeit eigentlich fortgesetzt. 85 PS schöpft das Cabriolet aus seinen 1,3 Litern Hubraum. Die Marke Glas war vor 50 Jahren eine ganz kleine Firma in Niederbayern und es haben eine Handvoll Techniker haben also das bewirkt, dass solche Fahrzeuge entstanden sind. Es war also für die Zeit, fand ich, eine sehr große Leistung, die da gemacht worden ist. Italienisches Design, starker Motor, sportliches Fahrwerk. Der Glas GT hatte das Zeug zum Bestseller. Doch seine ländliche Herkunft bremste ihn. Hans Glas produzierte im bayerischen Dingolfing erst Landmaschinen, dann den Kleinwagen Bobomobil. Der Glas GT schaffte es aber nicht aus dem Windschatten der Provinz hinaus. Der Wagen wurde 1963 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt. Er wurde von Pietro Fuhr in Italien karosseriert und dann in Dingolfing in Bayern zusammengebaut. Wir sehen dann auch noch hier vorne die Stoßstangen. Auch die Stoßstangen mussten individuell bei jedem Fahrzeug angepasst werden, genauso wie die Türen, weil die Karosserie war eigentlich im Endeffekt eine Einzelfertigung von jedem Wagen und dementsprechend waren auch die Türen nummeriert und auch die Stoßstangen. Ganz besonders toll finde ich die Linienführung. Dieses geschwungene, nach unten gleitende Heck hier entsprechend gibt dem Wagen eine ganz sportliche Note. Und endet mit zwei schönen Rückleuchten auf jeder Seite, die den italienischen Stil besonders gut ausprägen. Der Glas GT sieht schnell aus und fährt auch so. Er war Anfang der 60er Jahre einer der wenigen deutschen Sportwagen. Am liebsten fahre ich mit dem Auto natürlich auf der Landstraße, weil durch die Kurven macht es sehr viel Spaß, etwas sportlicher durchzufahren. Die Beschleunigung von dem Auto ist sehr gut. Er beschleunigt von 0 auf 100 um die 10 Sekunden, der 17er GT. Und das ist für die Zeit wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Die Höchstgeschwindigkeit bei dem Wagen liegt bei 186 Spitze. Für einen Wagen Baujahr 65 war das schon eine enorme Leistung. Der Wagen hat einen ganz besonderen Motor. Es handelt sich um einen Vierzylinder-Motor mit Zahnriemenantrieb und oben liegender Nockenwelle. Der Zahnriemenantrieb wurde 1961 als erstes bei einem Glas 04 eingebaut und war weltweit praktisch der erste serienmäßige Motor mit diesem Antrieb hier entsprechend. Der GT ist nicht nur ein Spaßauto, sondern auch sehr zuverlässig. Früher ist Uwe mit dem Glas jeden Tag ins Büro gefahren. Also das ist schon ein echter Sportwagen. Er hat wirklich gibt einem das Gefühl wieder, dass du auf der Straße mit dem Wagen verbunden bist. In den Kurven liegt er sehr, sehr gut. Bei dem GT-Motor ist ein Sportmotor und er sollte auf jeden Fall erstmal warm gefahren werden und dann entsprechend macht er sehr viel Freude dabei. Das war jetzt also das GT Coupé und hier haben wir noch etwas ganz Besonderes, das Glas GT 1300er Cabriolet. Das Besondere dabei ist, dass es nur in 363 Stück gebaut worden ist. Und im Gegensatz zu dem Coupé, es sind 5000 hergestellt worden, ist es wirklich ein Juwel von diesem Fahrzeug. Ansonsten sind sie baugleich. Es gab beide mit 13er und 1700er Motor. Sie sind beide so schön, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Und dementsprechend haben wir mir gleich beide zugelegt. 20.000 bis 30.000 Euro kostet ein gut erhaltener Glas GT. Wenn man sich ein Glas kaufen möchte, sollte man darauf achten, dass auf jeden Fall die Karosserie in Ordnung ist, weil das sonst sehr teuer wird. Lackierung und auch die Blecharbeiten kosten sehr viel Geld. Die Suche nach den seltenen GT-Exemplaren ist eine Herausforderung. Denn 1966 wurde die Firma Glas von BMW übernommen.